bekannter Weizer in St. Gallen, sagt man. Ich habe auch nicht gelernt, ich habe keine Gastronomie gelernt. Man sagt, Quereinsteiger sind meistens die, die Erfolg haben. Da haben wir jetzt bis jetzt eigentlich recht gehabt, mit den Höhen und Tiefen. Ich glaube schon, dass man es richtig machen muss. Man muss Freude haben und muss die Arbeit zum Hobby machen. Und dann funktioniert das sicher gut. Ich trinke sehr gerne Bier und St. Gallen hat es mal nur 3-4 Bier gegeben. Und unsere Idee ist eigentlich so entstanden, dass man sagt, ja, wieso sollte man nicht einen Haufen Bier anbieten? Das ist ein bisschen Marktlücke. Am Anfang haben uns alle ausgelacht. Die Brauereien haben gesagt, nein, nein, ohne unser Bier geht es gar nicht und so viel Bier bringt es gar nicht. Und wie es sich zeigt, nach bald 19 Jahren hat es sich bewährt und wird sich sicher weiterhin bewähren. Ich habe sehr gerne Kontakt zu den Menschen. Bieten auch denen gerne etwas. Lustig ist auch immer so ein Erlebnis. Ich stehe ja sehr gerne selber an der Tür von der Läden. Und ja, das ist halt ein bisschen, trotzdem Türsteher dort ist, ich dort die Leute begrüßen. Oder halt, wenn es extrem voll ist, wie der Olma oder so, dann sagen wir nur, es ist voll, dann noch ein bisschen warten, je nachdem. Und dann kommen natürlich auch die lustigsten Sachen. Oder? Also, dann sagen zwei Leute dem Chef an, du kennst den gar nicht, und ich rufe mich jetzt an, und dann hast du den Letzten da, und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich immer amüsante Sachen, vor allem, wenn es dann rauskommt und wissen, dass sie eigentlich auch mit dem Chef geredet haben. Also rein wir sind bei Rehan der Brühlhof. Nightlife St. Gallen ist natürlich eben, wie gesagt, in den letzten Jahren extrem viel Neues dazugekommen. Jeder probiert. Es hat immer nur noch 80'000 Einwohner in St. Gallen und nicht 500'000. Wir sind mittlerweile bei 750 Beizen oder 720 Beizen. Also hat sich mehr als verdoppelt, als ich angefangen habe. Es hat nicht mehr Leute gegeben. Die verteilen sich natürlich. Also ich sage eigentlich, mit allen recht gut. Wir kümmern uns auch nicht so, weil die viele Probleme haben. Es gibt natürlich schon noch ein paar untereinander, die halt ihre Rivalität da haben. Und da ist aber natürlich im allgemeinen Business so. Nur mit jeden Tag gehört, eigentlich in der Gastronomie sowieso. Wo man angefangen hat, war alles sehr liberal gewesen. Man konnte rauchen, man konnte draußen Musik haben, man konnte so lange draußen sein, wie man wollte. Das Problem haben wir immer wieder gehört, als Wirt, man ist immer ein Verbrecher. Heute sind natürlich extreme Einschränkungen in den letzten paar Jahren, die im Umsatz natürlich recht beißen. Und man muss viel mehr schauen und machen und tun und hat viel mehr Auflagen. Und das sind Sachen, die mich schon recht beschäftigt, dass es eigentlich sehr, teilweise sehr kompliziert ist und aufwendig ist. In meinen Augen soll der Gast selber entscheiden, ob er auch trinken will oder nicht. Man hat ja dann auch Kontrolle, der Gast ist dann im Laden rein. Weil er noch zu viel getrunken hat, dann kommt er nicht mehr über. Jetzt läuft es aber raus, so, dass Gäste Zeug in Denner oder in Coop oder irgendwo gehen kaufen und sich auf der Straße die Lampe füllen. Und dann hat man es nicht mehr in der Kontrolle. Und darum hat man auch vermehrt die Alkoholexzesse. Und ich schließe einfach darauf zurück, dass da von dem Verbot kommt. Ja, es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer. Also, unsere gescheiten Leute hier in Bern haben immer das Gefühl, wir müssen noch mehr verboten, noch mehr Sachen verbieten und so. Wobei es genau das Gegenteil passiert. Also, in der Schweiz ist das einzige Land, das keine Happy Hour hat und alles das Zeug, das noch wird verboten und das wird verboten. Man darf keine Emotionen auf einem Plakat bringen, im Zusammenhang mit Alkohol. Das sind alles Sachen, die für mich unverständlich sind. Also, ja. Wie gesagt, uns geht es vielleicht zu gut, dann kommen wir zu einem Problem. Ich glaube, auf jeden Fall habe ich den richtigen Weg gemacht. Ja. Vor 3 Jahren bin ich mal sehr stark krank geworden. Von einem Tag auf den anderen. Dann ist man natürlich schon ein bisschen geschockt, wenn man auf einmal 6 Wochen im Spital liegt. Und wenn man dann erfährt, dass eine Stunde später oder zwei, wenn man später gekommen wäre, dass man es nicht überlebt hat. Und das sind schon noch Eindrücke, die überleisten, damit das dort ist. Und ich, natürlich eigentlich noch nie irgendwie länger irgendwo rumliegt oder weiss nicht, oder ruhig genommen habe,
Man macht sich dann extrem Gedanken darüber, was soll ich denn ändern? Soll ich mein Leben weitergehen? Wie geht es weiter? Oder? Und kommst dann schon wieder, wenn du draußen bist, bist du sehr froh und schaust natürlich vielleicht ein bisschen mehr. Auf, hörst vielleicht ein bisschen mehr auf einen Arzt oder etwas Zeit. Früher habe ich dann gedacht, ja, will der auch. Das ist schon noch, also sicher sehr eindrücklich. Nicht zu vergessen. Also, man muss jeden Tag geniessen. Und vor allem, wenn es so plötzlich geht, das ist unglaublich. Also man wird das kein zweites Mal erleben. Wenn man so kurz vor dem Tag war, dann denkt man vielleicht nachher ganz anders über alles. Und es wird ein bisschen ruhiger und sagt, machen wir es mal ein bisschen ruhiger, gehen wir es ein bisschen ruhiger an. Und gönnt sich vielleicht ein bisschen mehr Freizeit. Und das ist sicher sehr wichtig. Es ist ein bisschen eine Liebe oder ein Hass zum Job, also, dass du gar nicht ausstehen kannst an dem Job, den du machst. Nein, das sage ich nicht. Lästige Interviews. Nein, gar nicht.